Redner ist Jürgen Haar, CDU-CSU-Fraktion. Oh. Der ist in die falsche Richtung gefahren. Ich nehme, weil Herr Schmidt so groß ist. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung und Erweiterung des MINUSMA-Mandats. Und ich freue mich, dass diese Debatte zeigt, dass die verantwortungsvollen Kräfte dieses Hauses wohl in großer Geschlossenheit auch hinter diesem Einsatz stehen. Wir haben uns Mali nicht umsonst vorgenommen, als Deutschland, als Zentrum unserer Bemühungen für Frieden im westlichen Afrika. Wir haben durch zahlreiche Besuche von Ministern, auch der Bundeskanzlerin, unterstrichen, wie sehr uns daran liegt, dass in diesen Ländern eine positive, demokratische und stabilisierende Entwicklung vorangeht, insbesondere in Mali, der Friedensprozess zu einem guten Ergebnis führt. Denn das ist natürlich Voraussetzung, der innere Frieden eines Landes, dass man sich gegen äußere Feinde und äußere Gegner auch wirksam schützen kann. Und wer die geografische Lage Malis betrachtet, sieht auf den ersten Blick, dass Mali natürlich für den gesamten westlichen Afrikaraum ein enorm wichtiges Land ist. Wir haben die Weiten der Sahara mit nahezu unkontrollierbaren Transportwegen für Waffen und Menschenschmuggel. Wir haben im westlichen Afrika eine ganze Reihe von Staaten, die positive Erfolge zeitigen im Blick auf die Demokratisierung, wo aber natürlich islamistische Kräfte jede Instabilität und jedes Wanken sofort nutzen könnten, um diese Staaten zu destabilisieren. Wie fragil manchmal die demokratische Entwicklung ist, sehen wir in Gambia. Wir haben in Gambia die Situation, dass ein Präsident sein Amt nicht verlassen will. Es gibt einen demokratisch gewählten, und auch von diesem Präsidenten ist die Wahl ja als richtig anerkannt worden, einen demokratisch gewählten neuen Präsidenten. Der alte will nicht weichen. Ich kann auch nur hier daran appellieren, dass Präsident Adé Jammé das Amt an den neuen legitimen Präsidenten Barrow übergibt. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die Region stabil bleibt und dass wir verhindern, dass der Islamismus in dieser Region Fuß fasst. Der Mali-Einsatz ist ein gefährlicher Einsatz. Wir haben das bei jeder Bundestagsdebatte hier vorgetragen, dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten wirklich gut schützen müssen und dass wir uns auch nichts vormachen dürfen. Wir haben gesehen, die Zahl der Anschläge hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Es hat sich vor allem Richtung Süden entwickelt, weil genau das die Wege sind, mit denen der Terrorismus in andere Regionen Westafrikas vorzudringen versucht. Und deswegen ist es eine gute Entscheidung der Bundesregierung, dass wir nun voraussichtlich ab März die Hubschrauberunterstützung dort haben. Und ich sage ganz konkret an die Adresse der Linken, die das ja kritisiert hat, sie wären doch die Ersten, die hier Theater machen würden, vermutlich an dem Punkt sogar zu Recht, wenn wir darauf verzichten würden, unsere Soldaten durch die Medevac-Hubschrauber zu unterstützen und durch die Kampfhubschrauber wiederum diese möglichen Lufteinsätze dann auch zu begleiten. Deswegen ist es eine gute Maßnahme der Vorsorge für uns und für alle anderen UN-Kräfte in der Region, dass wir die Hubschrauber dorthin verlegen. Wir hatten diese Einsatzkombination bereits zum Ende des ISAF-Einsatzes in Afghanistan. Da gab es Fragezeichen, ob das klappen könnte. Es gab ja viele Gerüchte über den neuen Transporthubschrauber und auch über den neuen Kampfhubschrauber. Diese Hubschrauber haben im Afghanistan-Einsatz gezeigt, dass sie auch in dieser Kombination die Aufgabe wahrnehmen können. Und deswegen ist es gut, dass wir das jetzt auch in Mali machen. Ich finde es tatsächlich eine richtige Entscheidung der Bundesregierung, dass die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz auch entsprechend besser bezahlt und finanziert werden. Ich glaube, dass wir den Angehörigen und den Soldaten selbst sagen müssen, dass unsere gesamte Unterstützung, alles, was wir tun können, da ist, damit in diesem Einsatz alle wieder wohlbehalten nach Hause kommen können. Es wird der größte und vielleicht auch gefährlichste Bundeswehreinsatz sein, in dem wir gegenwärtig stehen. Und allen wünsche ich Soldatenglück, dass sie auch wieder heil nach Hause kommen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird dieses Mandat unterstützen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht